Und damit herzlich willkommen zurück bei Mittelerde Mordors Schatten, wo wir ihr könnt nicht vorbei das zweite Mal probieren. Yeah, geil. Ich freue mich drauf. Es war gerade echt komische Anmoderation, aber hey, ist egal. YOLO. Servus, Freunde. Na, wie geht's euch so? Ganz. So. Komm ran. So, das ist ja ein Schlachten hier. Schlachterino. Wir spielen den Metzger heute. Als ob der nicht fällt. Ach, scheiße. So. Wofür kriegen wir nochmal immer Dingens wieder? Frage ich mich gerade. Ich habe halt eigentlich gar keinen Bock, hier Exekutionen zu machen, solange wir das nicht brauchen. Eigentlich echt unnütz, weil die Trefferserie laden wir so schneller auf. Ich weiß noch nicht, ob wir das halt durchziehen können, wenn gleich mehr kommen. Ja, scheiße, die Trefferserie aber vorbei. Ja, cool. Tja, wirft er die Axt auf seinen eigenen Uruk? Ja, kann man aber machen. Schildträger! Na, schade. So. So, ach komm, hau mal wieder einen weg hier. Boah, Alter. Bams. Was? Hey, ich seh, welchen Fackelt? Ich hab den voll übersehen. Ach, der. Ja, der, da. Cool. Scheiße. Ja, sorry. Wollte ich nicht. So, aber hey. Egal. Machen wir nochmal. Machen wir nochmal. So. Ich brauche eine gute Strategie dafür, aber irgendwie, hab ich das Gefühl. Dann geht's vielleicht leichter. Keine Ahnung. So, let's do this. Ach, 4 Minuten muss ich die Scheißbrücke halten. Hallo, Freunde. So. Ich hau die alle, glaube ich, echt einfach nur so kaputt und heb mir irgendwie die Special Moves wieder für den Fackelträger auf. Und dann würde ich ganz gerne ein paar echt Brandmarken, weil je mehr Uruks hier natürlich stehen, die für mich kämpfen, desto wahrscheinlicher ist es, dass die eben auch den Fackelträger dann angreifen. Und der eben nicht so einfach hier rüberkommt. So. Ja? Also, versteht ihr, was ich probiere so? Also, ne? Boom. So. Ihm halt um, wenn er zurückkommt. Was? Naja. So, ich weiß, ich wusste gerade nicht, was genau der da gelangt. Bring ihn halt um, wenn er zurückkommt. Das fand ich mir gerade ziemlich suspekt. Was er damit meinte, deswegen war ich ein bisschen irritiert. Alter, wir bauen uns hier voll die. Oh, ich muss echt aufpassen, dass ich das Auftragsgebiet nicht verlasse, ne? Das ist auch so ein Klassiker. Eigentlich voll gut im Rennen und dann einfach Auftragsgebiet verlassen. Lauft. Also, ach, man verschreckt die damit ja auch mega. Ja, Freunde, wollt ihr nicht irgendwie... Hi. Du und ich? Was war das? Hä, was? Geht's jetzt? Danke schön. Beeil dich mal, den hier runterzuwerfen. Verpiss dich. Eins. Was ist das denn für ein Bug? Jetzt kommen da irgendwie ziemlich viele. Lauf. Verpiss dich.
Bams, Freunde. Bams, sage ich da nur. Irgendwas oder irgendjemand vielleicht eher, mein Freund. So, laufe über zu mir. Maul, mein Gegner. Ach komm. Schnüss. Fall! Ja, geil. Hey, wir haben das Zusatzziel erreicht. Bleib da. Ich brauche mal ganz kurz eine Trefferserie. Nein, das will ich nicht. So. Hallo. Bams. Greif an. Warum greifen sie jetzt gegenseitig? Na egal. Bumm. So. War's das eigentlich schon? Hi. So, das war's. Cool. Yeah. Urfail. Krass, wir haben das alles fertig, Alter. Dass ich das eines Tages erlebe, hätte ich nie gedacht. Du hast die Legende deines Schwertes vollendet. Urfail wurde vom Geist erneut geschmiedet und seine Geschichte wurde in die Klinge eingraviert. Ein Leuchtfeuer für die Ungeführten. Eine Flamme, die in den Landen der Fäulnis erstrahlt. Nur einer steht allein im Licht. Und das sind wir. Zusammen mit Celebrimbor. Erinnerungen, eingewebt vollends im Griff. Worte folgen Legenden, eingebettet in Blut. Keine Macht hält dieser Klinge stand. Das stimmt. Haben wir selber getestet, ne? So, dann machen wir mal den Sklavenauftrag. Wir nähern uns dem Ende, ne? Fällt mir so auf. Was ich gerade. Kann ich ja mal gerade einmal kurz gucken, gerade noch? Was war darunter, ne? Hier, Fortschritt. 6 Rettungsaufträge noch. Eine Überlebensaus von 3 Jagdaufträgen und das war's. Heftig. Krass. Aber, oh nee, 6 von diesen. Oh, oh, ich mag die nicht so. Ich mag diese Sklavenrettungsaufträge echt ehrlich gar nicht so gerne. Weil die halt mitunter manchmal echt schon ein bisschen tricky sind. Und ich vermute mal, die 24 wird irgendwie was ziemlich Großes, Krankes sein. Und da freue ich mich immer nicht so drauf. Aber wir kriegen das sicher alles schon irgendwie geregelt, ne? Was bist du denn für eine Witzfigur? Lass dir erstmal durch den Topf. Lass dir erstmal durch den Topf gehen, ja? Lass dir erstmal durch den Kopf gehen, so rum. So. Hier mal noch schön lang. Schauen wir mal. Ach komm, den nehmen wir auch noch mit, ne? Wir müssen ja eigentlich nicht mehr leveln. Aber warum nicht? Wir kriegen dafür immer noch XP, aber. Ach so, vielleicht kann ich vorher noch gucken. Verbesserung. Attribute. Können wir? Wir können. Wir sind maximal gelevelt, Freunde. Maximal. Wir haben alles gemaxt. Alles, was es gibt. Cool. Das ist geil. Das freut mich mega. So, im Wolfspelz. Diese Menschen haben sich in der Hoffnung auf eine unbekannte Flucht mit Uruk-Rüstung Alter, meine Stimme. Ich muss gleich mal was trinken. Diese Menschen haben sich in der Hoffnung auf eine unerkannte Flucht mit Uruk-Rüstung verkleidet. Sie wurden sofort gefasst. Rette sie und zeige ihnen, dass sie sich nicht mehr verbergen müssen. Sehr gerne tue ich das natürlich. So. Boah, meine Stimme ist echt am Arsch. Ich muss gleich echt mal was trinken. Jetzt wäre ich nachher noch heiser. Will ich auch nicht. Lass dich nicht treffen. Das fand ich eigentlich gerade echt witzig, dass das geklappt hat.
Lol, cool. Lass dich nicht treffen geht natürlich am leichtesten, wenn man sich gar nicht erst entdecken lässt. Gerade in der Festung. Das war's dann mit dem nicht entdecken lassen. Wobei, muss nicht sein. Hey, hier rüber. Muss nicht sein. Wie gesagt. So, mal kurz den Arm abgeschnitten. Willst du alle retten? Dann gib nicht auf. Okay, das hätten wir. 5 Sklaven sind's aber. So, ich gehe keine. Seit wann kommt das denn? Hä? Da ist gerade im Hintergrund so ein. Jedes Mal, wenn ich Leertaste drücke, ist da so ein blödes Geräusch. Das war früher nie da. Komisch. So, jetzt ist er wieder weg. Ja, jetzt ist er weg, okay. Oh, wow, klar, da hinten war natürlich keine, bis ich da hinkomme. Rüstung abgemüht hat, war das Witzigste, was ich erkannte. War das witzig? Ist das auch witzig? Wie du trotz Rüstung Wir waren nicht allein. Bitte, finde unsere Freunde. Wieso ist der Typ gerannt? Da ist doch gerade ein Uruk gerannt. Oh, bitte nicht. Bitte kein Leuchtfeuer. Der ist einfach nur so gerannt. So, da ist noch einer. Ach, das ist unserer. Upsala. Sorry. Du musst uns retten. Mach ich doch, Junge. Alles klar. Drüben sind noch mehr von uns. Was? Bitte hilf ihnen. Halt, was? Als ob du hier entkommst, Junge. Das kannst du vergessen. So. Oh Gott, okay. Noch 2 Stück. Eigentlich brauchen wir die Zusatzziele ja auch gar nicht mehr, aber ist irgendwie so eine Challenge. Finde ich eigentlich ganz cool. Schluss. Das ist echt cool mit, Alter, mit Elbgeschossen, ne? Wenn man so viel. Wir haben mittlerweile so viele. Wir sind ja so ausgelevelt. Geht das echt gut. So, heute mal. Ah, nee, heute nur Unterarm wieder. Es gibt noch andere, die dich. Nur der Unterarm heute. Das ist sehr gnädig. Wir hatten ja auch schon Schulter. Eben hat er irgendwie ins Leere geschnitten. So, lass dich nicht treffen. Ich werde dich mit den Stiefeln, die du gestohlen hast, entmehren. Das ist wunderschön. So, da unten ist er. Und. Schnauze. Nein. Wehe. Oh, zusätzliches Ziel, aber gerade noch so. Oh, da fliegt noch der Speer. Oh, leck. Ja, was habt ihr euch dabei nur gedacht? Das habe ich mir auch gedacht, Freunde. Dieser elende Tag. Was auch immer Tag bedeutet, ich weiß es immer noch nicht genau. Das ist irgendeine Beleidigung. Mehr muss ich eigentlich gar nicht wissen, so. Die beleidigen mich irgendwie und das war's eigentlich so. So. Jetzt können wir auch schon wieder schnell reisen. Dann würde ich sagen, reisen wir mal zu Licht in der Dunkelheit. Oder sollen wir erst da oben hingehen? Machen wir erst da oben, oder machen wir erst da oben, so. Momentan. Was? Jetzt. Jetzt habe ich keine mehr, die mich direkt verfolgen, ne? Sehr gut. Schnellreise. So. Dahin müssen wir. Eine wunderbare Sache, ja? Oh, 500 Fuß, ganz schön weit. Wobei geht eigentlich, ne? Ich finde, die Strecken hören sich immer weiter an, als sie eigentlich. Oh, Überlebensherausforderung. Die müssen wir auch noch machen. Das ist ja auch die letzte davon. Das ist auch krass. Blaue Milch suchen wir auch. Und Gwinuyal. Gwinuyal haben wir schon mal gesucht, das weiß ich. Blaue Milch auch schon. Cool, dass man bei Nacht auch weniger. Scheiße, ich hätte es nicht sagen sollen. Weniger entdeckt wird, wollte ich gerade sagen.
So. Da hinten war Quinoyal. Naja, egal. Kommen wir sicher nochmal hin. Waffen des Kriegers. Mit nichts als Schaufeln zur Hand haben die Gefangenen kaum eine Chance, sich gegen die Uruks zu behaupten. Also versuchen sie, bessere Waffen zu fertigen. Doch wurden dabei erwischt, bevor sie sie benutzen konnten. Rette diese Krieger und führe sie zu ihrem Stamm zurück, damit sie wieder ihre Schwerter schwingen können. Das tun wir sehr gerne. Dazu andere Uruks. Was? Bringe 20 Uruks dazu, andere Uruks zu töten? Nee. Wir brauchen das Mithril gar nicht mehr. Also wir haben ja wirklich alles mittlerweile schon gekauft, was es gibt. Von daher, ich befreie einfach die Sklaven, das war's. Schnüss. Ja, möglichst hätte ich mich vielleicht beim ersten Mal entdecken lassen sollen. Hör auf, dich zu bewegen! Schnauze. Hallo? Du hättest dein Kamin ausschalten können. Ach, cool. Aus Halblingen! Der war ich gut. Ich danke dir. Da war ausnahmsweise mal ein Uruk-Witz tatsächlich gut. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Nein, da hat sich nichts bewegt. Keine Sorge, Junge. Könntest du mal... Als ob er da nicht ranspringt. Ich pack das nicht. Junge. Was ist denn schief bei dir? Scheiße. Alter. Vielleicht bringen wir doch andere Uruks dazu, Uruks zu töten. Weil wir uns gerade in einen fetten Kampf haben verwickeln lassen, den ich eigentlich so nicht geplant hatte. Ich dachte, wir können hier irgendwie so ein bisschen durchrushen. Und dann so halb sneaken, weißt du? So unentdeckter... Alter, jetzt... Diese Schildträger, die sind so verbuggt. Dieses Ausweichen funktioniert nie. So, ich brenne euch meinen Willen brenne ich euch ein. So, Schildträger sind immer cool. So, komm, geh weg. Berserker sind noch viel cooler als Schildträger. Verpiss dich. Das ist immer so lustig, die runterzuschmeißen. So, und den Berserker hätte ich ganz gerne auch noch. Na super, er trifft natürlich nicht den Berserker. Wieso auch? Aber der ist tot. Oh, wow. So, habe ich jetzt mal ein bisschen Freiraum. Dankeschön. Ah, lol, 20 sind ja echt voll wenig. Ich meine, wir haben die jetzt schon und wir haben erst 2 Sklaven gerettet. Ciao. So, ich würde ganz gerne mal einmal zu dem anderen Sklaven da oben raschen, während die sich... Ich kann es nicht mehr länger ertragen. Bitte hilf mir. So. Wir räumen hier gerade mal auf, ne? Was? Ach komm! Mach schon, auf die Knie. Oh Mann, echt, nee. Verzieh dich!
Könntet ihr mich mal kurz in Ruhe mit eurem Häuptling quatschen lassen? Beim letzten Mal und jetzt auch nicht. Ja, gut, dann kill ihn halt, ist mir auch egal, weißt du? Who cares? Killt er seinen eigenen Hauptmann, ey, ich pack's nicht, voll witzig. Das hat sich gelohnt. So. Das dürfte jetzt eigentlich relativ flott gehen, denn der ist frei und der auch. Wenn das echt mit der kleinen Uruk, die kleine Uruk-Armee da unten war die beste Idee, die wir hatten. Hilf uns! Die war echt nice, weil alle sind runtergerannt, um die Uruks zu killen. Und die mehr als die Hälfte von denen wurde geschlachtet. Sagen wir mal, 4/5 von denen wurde geschlachtet. Und der andere Rest hat sich so ein bisschen verstreut und ist halt an der Stelle auch teilweise auch geblieben, wo die Uruk an mir stand. Aber die war halt nicht da, wo die Sklaven waren. Sehr cool. Einfach mal auch noch abgeschlossen. Oh, was? Dort. Ich muss von vorn beginnen. Doch ich gebe nicht auf. Danke, Waldläufer. Bitte, 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 immer gerne. So, wir sollten uns hier per Schnellreise verziehen, bevor der Rest kommt. So. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir den weiteren Sklavenauftrag und guck mal, das sind ja dann auch nur noch ein paar. Und dann nähern wir uns. Mal wieder Telefon. Passt ja gerade perfekt. Ich muss leider ans Telefon gehen, tut mir leid. Nähern wir uns dann dem Ende. Bis dahin, tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen.